schützen. Ne? So, jetzt hat aber hier der junge Mann, der wollte. Ihr Sohn wollte. Ja, okay. Dann, ja. Also ich bin jetzt nicht irgendwie polnisch eingebunden. Ja. Mir ist aber auch mein Kind weggenommen worden, ohne eine Begründung. Und was jetzt, was jetzt angesprochen worden ist, dass da so eine Fehlarbeit der Jugendämter genau gibt, die betrifft halt nicht nur polnische Eltern, weil jetzt mehr polnische Eltern hier sind, sondern ich bin halt in dem Sinne rein deutsch und trotzdem, ich habe drei Kinder, meine Älteste ist 24, studiert zurzeit in Japan Japanologie, meine Kleine macht einen Auslandsaufenthalt, also eine Schüler aus dem Stand USA, und mein Sohn ist weggenommen worden, vor zwei Jahren schon, und ich habe mich, weil sie sagten jetzt an Europaabgeordnete wenden und so, das habe ich alles schon getan, ich habe mich auch an Oberreit, also ich habe mich an alles gewendet, was man aber sich so kann wenden man kann. Die Jugendämter sind ermächtigt. Die Jugendämter sind ermächtigt, Kinder einfach so wegzunehmen. Das ist Organisationsverbund mit Nazi-Vergangenheit. Das wird einem nicht gesagt. Nein, das ist eine Sache hier von der Stadt Berlin. Nein, das ist allgemein in der ganzen Bundesrepublik. Ich vertrete Eltern, das sind Italiener, das sind Engländer, das sind Polen, das sind Deutsche. Und wir haben das gleiche Problem. Ich wollte als polnische Mutter möchte meine Kinder nach Polen entführen. Ich habe hier. Sind da Scheidungen im Spiel? Ja. Nicht nur. Unsere Vertreter als Anwalt vertreten uns und wir kämpfen durch Medien, durch verschiedene Veranstaltungen und wir kämpfen seit Jahren. Ich habe keinen Kontakt und meine Kinder sprechen kein Polnisch, kaum, kein Wort. Es gibt jetzt eine polnische Familie, die nicht nach Polen zurückkehren darf. Mein Name ist Anwalt im Rechtsanwalt, berate einige Familien in diesem Bereich. Hier in Berlin berate ich. Deine polnische Familie, deren Kinder wurden entzogen durch das Jugendamt. Die Familie hat jetzt beschlossen, nach Polen zurückzukehren. Und sie darf nicht ohne das Kind kehren. Das heißt, das Kind muss in Deutschland bleiben. Auch wenn alle drei nur die polnische Staatsangehörigkeit haben. Ja, bitte sehr. Das heißt, diese ganze Problematik ist über 500 Mal vertreten im Petitionsausschuss im Europaparlament. Von verschiedenen Nationen und nicht von Polen. Der polnische Europaabgeordnete Libicki. Libicki ist der Vorsitzende. Genau. Beschäftigt sich mit diesem Thema. Vielleicht kann man das zu einem Thema im Parlament machen, im Plenum. Können Sie mir noch mal schreiben, unser Besuch auf unser Gespräch? Ja. Dann mir nach Russland schicken, wenn E-Mail findet, dann ist das nicht. Ja, ich gebe wenn Sie mir Ihre Karte geben, genau. Dann könnte ich mit Libicki noch mal sprechen. Ich würde gerne von mir auch. Das ist genau das gleiche Problem. Das ist ein deutsch-ausländisches Problem. Durch die Tätigkeit der Jugendämter. Und Europa kann hier in diesem Bereich behilflich sein. So, ich meine, es ist keine europäische Gesetzgebung, aber wir können vielleicht für die Petition. Also wir wollen, dass die Jugendämter als zu einer verbrecherischen Organisation erklärt werden. Hören Sie doch auf mit diesem radikalen Geschäft. Das ist kein radikales Geschäft. Die wurde im 1945 weltweit aufgelöst. Nein. Das ist Organisation mit Nazi Vergangenheit. Aber wir uns auch nicht, mein lieber Herr. Aber wir uns auch nicht. Wir lassen uns auch nicht beleidigt werden. Das ist ein Kinderklauen. Ja? So was? Nein. Wir sagen nicht ohne Grund. Moment, wir haben einen Grund. Ja, wir machen nicht nur weiter.